Ich grüße euch. Heute bin ich mal draußen, um mit zwei Diensthundeführern und ihren Hunden Action zu machen. Die Hunde sind extrem gut ausgebildet. Wir werden von den Diensthundeführern auf jeden Fall die Anonymität wahren. Erstmal grüß dich, Sebastian. Hi. Erzähl doch mal was zu den Hunden einfach am besten, oder? Hi, ich bin der Basti. Wie man unschwer erkennen kann, Diensthundeführer bei der Bundeswehr. Zu meinen Linken ist der Donny, 6,5 Jahre alter Mali-Hund, Objektschutzdiensthund. Ist dual ausgebildet im Bereich Sprengstoff und Schutzdienst. Der Donny darf Menschen aufspüren, soll Menschen aufspüren im Gelände, im Gebäude. Soll die auch beißen, soll die stellen und soll sie dann den Täter direkt und tätig machen. Zu meiner weiteren Linken ist die Bamia mit dem Ken. Ken ist 2,5 Jahre alt, ein reiner Schutzhund, auch ausgebildet und darf nur beißen, soll nur beißen, soll den Täter auch kampfunfähig machen. Also ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt da verschiedene Mythen, zum Beispiel wie man Hunde abschütteln kann und so weiter. Da gibt es viel Irrglauben dabei, vielleicht sind auch Wahrheiten dabei. Wir gehen dem Ganzen jetzt einfach mal auf den Grund. Ich bin mega gespannt, ich freue mich mega drauf, mit den Hunden ein bisschen Action zu machen. Und jetzt als allererstes machen wir uns erstmal warm. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Pack! So, ich will sagen, ich bin warm. Der Hund hat Power. Hast gesehen, wie schnell der auf mich zugeschossen ist. Also, ich schätze, 10 Sekunden hatte ich Vorsprung, dann hat er mich gleich gehabt. Ultra die Power. Erstmal auf dem Boden, versucht auf Distanz zu halten ohne Beißschutz, wäre ich am Arsch. Wir werden jetzt irgendwo mit etwas Vorsprung im Gebüsch unterziehen, werden uns verstecken und dann lassen wir uns suchen. Auf geht's. Wir werden jetzt versuchen, von verschiedenen Mythen aus dem Internet uns ein Beispiel zu nehmen. Dazu gehört einmal, sich an verschiedenen Bäumen und Steinen und was auch immer zu reiben, damit der Hundehalter den Gedanken hat, okay, der Hund ist auf der falschen Spur und trottelt da einfach irgendwo rum. Und dann ziehe ich irgendwo im Gebüsch unter und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist Mythos 1. Ich habe 5 Minuten Vorsprung und dann wird der Hund losgeschickt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Der Hund hat keinen Maulkorb auf. Was ich hier hinten dran habe, ist quasi so eine Art tote Beute. Die werde ich ihm hinhalten und ich hoffe, der wird sie annehmen. Ansonsten habe ich ein klitzekleines Problemchen. Ja, es geht los. Hier einfach mal schön dran reiben. Nicht so in die Dornen, dass der Hund sich nicht verletzt. So. Okay, hier ist eine super, super Stellung. Hier kann ich mich verstecken. Okay, okay, da sind sie schon. Hast du den Lump gekriegt? Ja, super. Gut, Männlein. Stark. Gut. Stark. Also, Mythos 1. Busted. War wohl nichts. Was sagt der Chef dazu? Ja. Ihr habt keine Chance. Überhaupt keine. Wenn der Kampfkommando hinten dran ist, wir lassen den Hund laufen. Egal, was ihr macht. Reiben.
Ist egal, ihr rennt zwar erst hinterher, aber die Zeit, wo ihr vom Reiben habt an den Bäumen, ist vergeudete Zeit. Lieber die Hände und Füße bilden eine rotierende Scheibe und Gas geben. Gut, mein Dank. Batsch. Gut. Sehr gut. Mythos 2, eine 8 laufen. Das heißt, immer wiederkehrend an der einen Stelle laufe ich in die 8 rein. Na? An der einen Stelle laufe ich in die 8 rein. Dann laufe ich immer wieder diese 8 ab. Und an irgendeiner beliebigen Stelle laufe ich wieder aus der 8 raus. Dass der Hund quasi verwirrt ist und nicht weiß, ja, an welcher Stelle soll ich jetzt lang, ne? So die Theorie, was das Internet sagt. Wir schauen mal, was passiert. Und los, okay. So, die Acht verlassen. Die will jetzt rein. Der Hund muss ja nicht durch die übelsten Dornen laufen. Vorne ist eine freie Fläche. Ah, perfekt. Perfekt. So. Es ist einfach übelst schwül. Ich schwitze wie voll. Bin die 8 gelaufen, bin noch mal ungefähr vielleicht 200 Meter weiter untergezogen. Aber so wie der mich eben gefunden hat, wird er mich jetzt genauso nochmal finden. Da kommen sie doch schon. Also, wunderbar. Gut. Boah. Was hast du gemacht? Bist du eine 8 gelaufen? Diese Richtung circa 200. Einmal eine 8 gelaufen, an der einen Stelle rein. Hat dich nicht interessiert. Stelle raus. Kein Interesse. Kein Interesse. Mythos 2, 8 laufen, an der anderen Stelle raus. Was? Auch nichts. Was? Kein Interesse. Ich glaube, wir müssen das Ganze noch mal eine Nummer krasser gestalten. Und zwar habe ich mir mal überlegt, beziehungsweise auch recherchiert, was war das, gutefrage.net oder irgend sowas. Da stand dann Klamotten wechseln, Ablenkungsmanöver, irgendwelche Köder irgendwo auslegen. Das probieren wir auch noch mal aus. Ich bin mal gespannt. Aber so langsam verliere ich ein bisschen das Vertrauen in diese ganzen Mythen. Auf geht's. Bin auch gespannt. Pack. Auf geht's. Klamotten sind aus. Chilliges Hawaii-Shirt. Und sogar andere Schuhe angezogen. Ich bin gespannt, ob der Hund mich kriegt. Ist diesmal ein anderer. Schauen wir mal. So. Na gut, getarnt bin ich jetzt nicht mehr mit den Klamotten, ne? Unfairer Vorteil für den Hund. Hier sieht er mich schon mal nicht.
Also das ist, glaube ich, jetzt mal wirklich anspruchsvoll für einen Hund. Ich bin gespannt, ich höre ihn auf jeden Fall schon. Anforderungen sind auf jeden Fall ein bisschen hochgeschraubt worden. Sogar die Schuhe gewechselt. Trotzdem, ich schwitze wie ein Schwein. Das wird er natürlich auch riechen. Immer näher. Gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Also der Mythos auch besiegt. Wenn ihr Lust habt auf weitere Mythen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch und bei euren wunderschönen Hunden. Bis zum nächsten Mal. Oh, leck mich am Arsch. Das war jetzt der dritte Mythos. Unter noch ein bisschen erschwerteren Bedingungen. Diesmal mit einem anderen Hund, ne? Richtig, ja. Was meinst du? Ja, also war mal ganz kurz abgelenkt, hab mal kurz geguckt. Ja. Aber auch der Mythos mit Klamotten wechseln, beziehungsweise hast du sicher irgendwo Futter ausgelegt gehabt. Hat er komplett zerstört. Er ist in der Spur direkt wieder weitergefolgt. War mal auch ganz kurz nach vorne, bist du nach rechts weggelaufen. Hat gesagt, nö, da ist nichts, direkt nach links weg. Und dann haben wir auch dich gefunden. Also eiskalt. Also man sieht hier hochprofessionell ausgebildete Hunde. Alle Achtung, ein richtig, richtig geiler Job. Danke. Vielleicht kannst du noch mal für die Zuschauer kurz sagen, wie man denn so in die Diensthundeausbildung kommt. Also, da sind mega viele Leute hundertprozentig dran interessiert. Kein Problem, also du brauchst vorher bei uns keine Ausbildung als Hundeführer etc. Auch keine Hundeerfahrung. Du kommst an die Hundeschule und wirst dort an der Hundeschule zwischen 9 Monaten und einem Jahr komplett ausgebildet als Team. Du kriegst auch erst an der Hundeschule deinen Hund. Kein Welpen, sondern ein Junghund mit 12 Monaten. 12 bis 15 Monaten ungefähr, geht in die Ausbildung und dann durchlauft ihr die Ausbildung. Nach 6 Wochen bekommst du deinen Hund mit nach Hause, frühestens. Vorher nicht, vorher ist er bei uns in der Zwingeranlage. Nach einer Sichtung und dann kannst du mit dem Hund arbeiten. Ihr wächst als Team zusammen, komplett. Und durchlauft die komplette Ausbildung. Im Schutzdienstbereich, wie im Visualisierungsbereich, im Sprengstoff oder auch im Rauschgift oder im Minensuchen. Und jetzt ab neuestem dann, ab Oktober, auch für unsere versehrten Soldaten, PDBS-Soldaten, haben wir einen kompletten Lehrgang, posttraumatische Belastungsstörungshunde. Mega. Und ich glaube, das wird auch richtig gut laufen. Ja. Wird richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Dass da auch mal an der Stelle gut versorgt wird. Super. Ja. Tipptopp. Sebastian, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Vielleicht, alles Gute. Danke. Vielleicht können wir ja noch mal einen Dreh machen zu anderen Mythen, wie zum Beispiel durchs Wasser laufen. Ne? Ob das funktioniert, durch den Bach laufen, an einer anderen Stelle rauslaufen, auf Bäume klettern, auf den Hochsitz klettern. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Abo dalassen und der ganze Kletterradatsch, der dazugehört. Ich wünsche euch was.